Leute, wir sind wieder am Belaya gelandet, denn zurzeit rennt der Belaya ganz gut, würde ich sagen. Und es kommen immer wieder im Chat bzw. im Livestream die Fragen, oder jetzt eben die Fragen, Alten, wie kann ich denn geil am Belaya angeln? Welche Route brauche ich denn? Und dann gucken wir uns mal ein paar Routen an, würde ich sagen. Also, rennen wir doch mal jetzt hier zum Shop, zum Angelgeschäft. Und dann gucken wir uns mal verschiedene Routen an. Neben diesen Starter-Sets gibt es nämlich noch einige Angelrouten, die viel besser sind und viel mehr Leistung bringen. Am Belaya angeln wir ja hauptsächlich mit den Spinnrouten, und zwar mit den Light, Medium Light, Light und Ultra Light Spinnrouten. Und bei diesen ganzen Starter-Sets hier gibt es ja zum Beispiel hier das Spinning Set Starter Light. Und für 163,90 ist das echt scheiße. Beziehungsweise an einem anderen See kostet das gute Stück 149. Und das ist immer noch scheiße. Denn dieses gute Stück hier ist mindestens genauso gut. Hammerhart. Also, dieses gute Stück hier hat eigentlich exakt die gleichen Werte. 3 Kilo Tragfähigkeit, Wurfgewicht 2 bis 10 Gramm, wie in diesem Starter-Set. Und, na gut, es kostet 20 Silber plus 70 Silber für die gratis UDSSR-Rolle. Einmal zu reparieren sozusagen, also die gratis UDSSR-Rolle ist natürlich gratis, aber das Reparieren kostet dann halt mal 71, 72 Silber oder so. Und ja, dann hat man für unter 100 Silber eine geile Route. Ich habe damit schon mehrfach geangelt. Soll ich nochmal rein? Oh, komm, ich schmeiß nochmal rein. Ich habe damit ja schon mehrfach geangelt, habe das Gerät, die Corona S60 Express Fishing Corona S60L mit UDSSR-Rolle. Richtig gutes Gerät. Mit diesem Gerät habe ich ja schon mehrfach geangelt, auch in verschiedenen Videos. Ich nehme jetzt hier nochmal den momentan sehr gut laufenden Aquila in Lila. Und, oh, Einhorngeschwindigkeit. Gehen wir mal runter hier. Zack, Biss. Ah, er wollte nicht. Machen wir nochmal. Ein bisschen langsamer. Also, absolut fängig. Das Ding funktioniert. Was natürlich wichtig ist, man sollte hier mit der Bremse rumspielen. Die Bremse nie so weit oben haben. Eine 10er Bremse oder unter 10, wenn man sich unsicher ist, was da alles anbeißen kann. Lieber hier so ein bisschen drillen und ein bisschen warten und den Fisch wieder abhauen lassen, als dass irgendwie pitch das Vorfach abreißt. Wollen wir nicht. Zack. Kohle im Sack. Also das Ding funktioniert richtig gut. Und wenn man damit sich die ersten paar hundert Silber erangelt hat, kann man dann mal weitergehen. Zum Beispiel nicht auf so ein Starter-Set, sondern man baut sich das besser selber zusammen. Diese Starter-Sets, also das einzige, wie gesagt, ich bin die gerade einfach mal alle durchgegangen. Das Universal-Set. Das Universal-Spinning-Set Start ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kostet, wo stand ich gerade? Am Graben stand ich gerade. Kostet am Graben 149 Silber und bietet eine Rute mit 6 Kilo Tragfähigkeit und einer schönen Rolle von 5,5 Kilo. Da muss man dann allerdings mal überlegen, hole ich mir jetzt dieses Set mit dieser Rolle, mit der Lacerti, oder habe ich mir vielleicht vorher schon das
Feeder-Set geholt mit der Lacerti und nutze einfach da diese Rolle. Und ich hole mir dann einfach eine nackte Rute. Und nehme dann einfach die Rolle von der Feeder-Rute runter und klatsche die hier an die Spinnrute. Das ist eben der große Vorteil, wenn man bei den Angelruten anfangs erstmal mit Feeder-Ruten vielleicht anfängt und dann rüber geht zu den Spinnruten. Spinnruten und nicht zu den Baitcast-Ruten. Denn die Baitcast-Ruten brauchen wiederum eine extra Rolle. Und die kostet halt nochmal so richtig. Das heißt also, im Idealfall fängt man das Spinnen mit den Spinnruten an, nimmt sich die Rollen von den anfänglichen Feederruten und hat dann in Kombination halt ein richtig geiles Angelset. Und für den Anfang, wie gesagt, wenn man mit dieser Corona, hier ist sie übrigens, die Corona S60L, am teuren, der Shop ist hier echt teuer, am teuren Belaya liegt die bei 20 Silber noch was. Kostet unter 20 Silber. Und das Gerät ist einfach gut. Und für die ersten paar Fische absolut ausreichend. Auch mit dem Teil wurden schon Trophies hier gefangen. Also es funzt. Dieses Gerät mit UDSSR-Rolle drauf, löbt. So. Nächstes Gerät. Wichtig ist ja beim Spinnen am Belaya, wichtig ist ja das Wurfgewicht. Das kleine Wurfgewicht. Das heißt, sowas hier sieht vom Wurfgewicht her ja richtig gut aus. Aber 1,5 Kilo Tragfähigkeit ist halt scheiße. Auch hier 3 Kilo Tragfähigkeit. Brauche ich nicht. Dafür habe ich ja dann statt für 178 habe ich ja dann für 20 das gleiche Ergebnis. Was allerdings eine gute Route ist, ich habe mir die mal alle aufgeschrieben, ist zum Beispiel die Siberia Linera. Da ist sie. Das Gerät. In Light 2 bis 10 Gramm Wurfgewicht 4,5. Wäre eine Option. Oder minimaler Preisunterschied 3 bis 15 Gramm. Ist sogar eine Medium. Auch schon ganz sexy. 7,5 Kilo Tragfähigkeit. Damit kann man schon richtig viel rausziehen. Oder dann gibt es noch die Karma Light. Die habe ich mir vorhin gerade erst frisch mal angeguckt. Die sind alle ziemlich geil. Die haben alle, guck mal hier, eine Tragfähigkeit. 1 bis 7 Gramm, okay. Ist natürlich wieder, ne, bei 3 Kilo, das ist halt ein bisschen ein Spack, das ist ein bisschen wenig. Aber hier geht das schon los, 5,5 Kilo und hier sogar 8,5 Kilo Tragfähigkeit, 3 bis 15 Gramm Wurfgewicht. Richtig geil. Damit kriegt man eigentlich so ziemlich jeden kleinen Spinner rausgeschmissen. Des Weiteren gibt es dann noch die Onega Rods Karelia. Das ist auch richtig gut, das Ding. Ob das jetzt hier einmal im Light ist mit 9 Kilo Tragfähigkeit, 2 bis 10, richtig gut. Die habe ich auch gerade noch im Inventar. Oder die Medium, auch die funktioniert noch. Oder dann hier die Siberia Inspiration als Ultralight. Ja, wenn einem halt wichtig ist, dass man in den Rekorden steht, kann man sich natürlich auch so eine Ultralight holen. Ist aber schon ein bisschen tricky. Wenn es einem wichtig ist, dass man einfach nur ein bisschen Silber macht, dass die Kohle reinkommt, dann muss man ja nicht auf die Ultralight gehen, sondern da kann man auch eine Light nehmen. Hier hat das Gerät zum Beispiel 10 Kilo Tragfähigkeit. Ich würde sogar noch das Gerät nehmen hier, was nochmal 30 cm länger ist. Das sind die beiden Unterschiede hier nur. Kostet 895,40, 814 Silber am langen Graben. Kann man sich also nochmal gut ein bisschen Silber sparen. Also vielleicht am 20er See, vielleicht sogar noch günstiger. Aber am langen Graben kostet sie 814 Silber. Und das ist schon richtig gut. 10 Kilo Tragfähigkeit. Wow. Gesagt, getan. Ich habe hier einmal die Onega Rods Karelia. Das Ding teste ich jetzt einmal hier mit dem Köder. Und danach noch die Siberia Inspiration. Die schmeiße ich gleich auch nochmal mit raus. Beziehungsweise den Köder da dran.
Und dann gucken wir mal, was hier gerade geht. Ich habe hier zuletzt, habe ich eigentlich hier immer ganz gut gefangen. Einfach mal so volles Mett rausgeschmissen. Einholgeschwindigkeit 17, Bremse erstmal schön runter. Wobei ich habe die momentan so zusammengebaut, ich könnte, ja, ich sag mal so mit der 15er, 20er Bremse könnte ich eigentlich noch ganz gut klarkommen. Oder dann einfach mal schön entspannt reinkurbeln und mal gucken, was so geht. Und wenn man hier so zwischendurch mal Shift drückt, schnelles Einkurbeln, zack, wenn es weg ist, sofort wieder loslassen, dann triggert man den Fisch nochmal, ne? Ein paar Runden, 3-4 mal normal und wieder schnell. Genau. Im Idealfall, wie gesagt, hier für ein Belaya einfach mal immer, also ich sag mal, regelmäßig in die Rekorde reingucken. In die normalen wöchentlichen Rekorde und in die ultra-light wöchentlichen Rekorde. Welche Köder aktuell ja einfach fängig sind. Welche Köder funktionieren zurzeit sehr gut. Und da funktioniert, wie gesagt, einmal dieser lilane Aquila. Ich ziehe nochmal eben rein. Zack, der lilane Aquila 4 Gramm 006, der funktioniert ganz gut. Wichtig, hier dann auch immer einen roten, also einen Puschelhaken verwenden. Ein Haken mit diesem roten Puschel dran. Die sind nicht ganz günstig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich in jedem Fall. Mal links, mal rechts vom Stein einfach reinwerfen. Und im Idealfall ein bisschen auf die Temperatur achten hier am Belaya. Jetzt sind wir gerade schon über 15 Grad drüber, das ist schon recht warm. Man merkt deutlich in den frühen Morgenstunden, wenn es noch unter 12 Grad ist, dass die Bissfrequenz doch schon besser ist. Ja, so habe ich jetzt vor wenigen Tagen endlich nach langem Warten meine erste Trophy europäische Esche gefangen. Das wurde auch mal Zeit. Hier mit Level 38 noch keine Trophy europäische Esche, noch keine Bachforelle als Trophy. Aber die Esche jetzt endlich im Sack. Und ich spare ja zurzeit auf die... Ach, es wird so gut. Auf das Ultra-Light-Set kostet allerdings... Na, ich glaube, die Route liegt schon bei 16.000, 17.000 Silber. Das wird schon ziemlich teuer. Aber da geht es mir dann auch tatsächlich darum, dass man dann mit in die Rekorde reinkommt. Und da geht es mir nicht nur darum, dass man Silber verdient. Und das kostet halt nochmal extra. Und diese Routen haben plus auf Spinner, plus auf Wobbler, plus auf das Spinnfischen sowieso. Die haben also Bonuswerte für die Skills. Deswegen sind die dann natürlich dementsprechend teuer. Zack, noch ein bisschen schneller gekurbelt und dann kommt schon der Biss. Also mit diesen Routen, auch ich sag mal ein Kilo Fisch, der ja gerne mal ein bisschen Radau macht. Was haben wir denn da? Ja. Geil. Schöne Bachforelle. Ah, mit den kleinen Zehen. Richtig schön. Auch ein 1-Kilo-Fisch, den zieht man dann natürlich mit so einer Route schön heraus, ohne Probleme. 9 Kilo Tragfähigkeit. Hier, auch hier, die ganz normale gratis ODSSR-Rolle drauf. Das Teil ist preis-leistungstechnisch unschlagbar. Es ist fantastisch, es ist richtig gut. Ich habe hier zuletzt einen Timon gezogen, der kämpft wie verrückt, 6, irgendwas Kilo. Auch das funktioniert. Da drillt man natürlich dann mal irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten dran. Aber es funktioniert. Wenn ihr schaut, ich habe jetzt hier, normalerweise ist dieser Aufbau nicht ganz richtig, in Anführungszeichen. Es ist ein gefährlicher Aufbau. Wenn mir hier was abreißen würde, das heißt, wenn ich einen Fehler mache, reißt mir die Schnur, nimmt das ganze Vorfach mit und den Köder. Normalerweise geht man hin und würde jetzt hier eine Schnur wählen, die vielleicht sogar noch ein bisschen dünner ist als diese 8 Kilo, vielleicht eine 7,7er, 7,5er Schnur, ein bisschen unter der Tragfähigkeit der Route, dementsprechend nochmal etwas leichter, vielleicht eine 6,4er Fluorocarbon. Das wäre ein sicherer Aufbau für dieses Setup.
Und es würde auch theoretisch völlig reichen für die Bremskraft der Rolle. Kommt auch noch mit dazu. Ich hantiere hier schon so ein bisschen robuster und mit vollem Risiko rum. Ich bin mir einfach des Risikos bewusst. Das heißt, ich habe immer die Bremse so eingestellt, dass ich weiß, alles klar, wenn jetzt was ganz Dickes daran beißt, entweder ist die Bremse so locker, dass sofort der Fisch abziehen kann, oder es macht dann halt Pitch. Dann, aber wie gesagt, normalerweise lieber ein bisschen vorsichtiger angeln, gerade wenn man ein bisschen unerfahrener ist. Aber hier die Rute, die kann ich locker auch bis 20 halt hochziehen mit der Bremse. Das hält die locker aus. So, kommen wir gleich nochmal zur nächsten Rute, die ich ja auch gerade noch im Einsatz habe. Und zwar ist das... Ah, die muss ich gleich sogar nochmal umbauen. Siberia Inspiration S68L. Die wurde mir geschenkt. Wie gesagt, nochmal besser ist, glaube ich, die Siberia S78ML kann man auch nehmen. Oder die S78L, die ist einfach nochmal ein bisschen länger. Hat nochmal 2,30 Meter. Je länger die Route, desto weiter kommt man damit rauswerfen. Die bauen wir mal eben hier um. Auch hier gehe ich da hart dran. Ich habe hier 12 Kilo Schnur drauf, 10 Kilo Tragfähigkeit. Da kann ich 10 Kilo Fluorocarbon vormachen. Und dann nehmen wir hier einen... Ich tausche mal eben kurz den Haken. Beziehungsweise, nee, ich nehme mal hier einen Köder, der auch zurzeit sehr gut funktioniert. Das ist er. Funky Minnow F7002. Yep. Gucken wir mal. Bremse schon mal runter machen. Und dann gib ihm. Fliegt richtig weit raus. Einholgeschwindigkeit drehen wir mal ein bisschen höher. Und dann mal hier so ein bisschen durchtwitschen. Ja, es hat sich so in den letzten Wochen immer mal wieder gezeigt, dass die Gummifische bzw. hier die kleinen Wobbler auch ganz gut funktionieren. Und zuletzt wurden jede Menge Trophy Forellen auch hier mit dem Funky Minnow gefangen. Und dann einfach hier ganz entspannt durchtwitschen. Auch der Funky Minnow ist bei mir jetzt ausgestattet mit den Puschelhaken, mit den roten. Und dann schön kontinuierlich immer so ein bisschen hier rein twitchen. Na, jetzt sind wir sogar schon bei 18 Grad. Man kann den sogar einfach nur durchkurbeln. Relativ langsamer durchkurbeln. Von den Einholgeschwindigkeiten einfach immer mal ein bisschen variieren. Rumspielen, Leute. Es gibt hier nichts. Es ist immer so, es ist immer als so heilig. Ja, man muss 3,50 Meter weit klippen. Nur da fängt man Fische. Ausprobieren, Leute. Es ist Angeln. Wer fängt, hat recht. Von daher ausprobieren. Wenn ihr mit Einholgeschwindigkeit 5 Fische fängt, dann ist das gut, dann ist das richtig. Und wenn ihr mit der 40 hier am Belaya angelt, dann ist das auch gut. Hauptsache, man hat was dran. Probiert viel aus, testet und wenn einer sagt, ja, probier mal dies, probier mal das, klar, einfach ausprobieren. Und wenn es für euch nicht funktioniert und der andere zieht eine Trophy nach der anderen, dann ist es so. Sucht ihr euch was anderes, dann findet man einen eigenen Köder, der auch gut funktioniert. Ich habe hier zum Beispiel auch mehrfach mit dem Köder schon rumhantiert. In der Hoffnung natürlich, dass ich meine Trophy Bachforelle bekomme. Noch nix, ey. Noch nix. Gar nix. Hoppala. Mach nochmal zu. Ich gehe nochmal auf den anderen hier. Nimm den mal eben ab. So. Und klatsch den hier dran. Warum nehme ich jetzt nicht den? Der hier hat einen etwas größeren Haken. Da sind halt die roten Puschel dran. Deswegen
nehme ich diesen hier. Baitcast-Routen. Ja, warum nochmal zu den Baitcast-Routen? Warum keine Baitcast am Anfang als Anfänger? Du bist vielleicht gerade Level 12, kannst zum Belaya und sagst, juhu, ich will hier Spinnfischen am Belaya. Baitcast kostet halt extra. Du zahlst die teure Route und du zahlst nochmal eine extra teure Rolle. Hatte ich ja gerade schon gesagt. Im Idealfall nimmst du einfach die Rollen. Entweder hier diese gratis UDSSR-Rolle. Oder du nimmst halt eine Rolle, die du schon vom anderen Set hast, wenn du die draufklatschen kannst bei einer Medium Light oder so. Und nimmst dann eben diese Rolle, die du vom Grundangeln schon hast. Und sparst dir dadurch natürlich jede Menge Kohle. Wenn man sich irgendwann später darauf spezialisiert und man sagt, okay, jetzt gebe ich mal richtig Kohle raus, jetzt will ich ein richtig geiles Setup. Klar, einfach dann natürlich auch eine Baitcast nehmen. Warum nicht? Aber fürs anfängliche Angeln kann man sich wahnsinnig viel Silber dadurch sparen. Digga, Leute, läuft, ey. Auch hier jetzt gerade. Immer wieder gut. Könnte natürlich noch ein bisschen größer werden. Gerne noch größer werden. Und immer wieder auf diesen Köder übrigens auch Timen drauf gebissen. Also in den letzten Tagen eigentlich täglich. Täglich einen Timen. Und es war täglich eigentlich nur knapp eine Stunde, die ich hier angel, um so ein bisschen zu skillen weiter. Und der Timen steigt dann ein und geht richtig ab. Ganz wichtig, wenn ihr einen viel zu dicken Fisch dran habt, versucht den hinten an der Mauer immer schön so ein bisschen links und rechts zu steuern, dass er nicht hier nach Norden und nach Süden hin abhaut. Ich glaube, das hatte ich im letzten Video auch schon mal erwähnt. Immer versuchen, den Fisch so ein bisschen zu lenken. Das sieht nach einer schönen Bachforelle wieder aus. Ja, 10 Kilo Tragfähigkeit hier dran. Zieht man einfach so durch. Bei der kleineren Rute hier mit 3 Kilo Tragfähigkeit hätte man bei dem Fisch schon richtig Spaß. Der wird deutlich länger fliehen und den müsste man deutlich länger drillen. Das war's schon. Weitermachen, weiter angeln, Spinnen am Belaya und ja, wie gesagt, diese Starter-Sets vielleicht ein bisschen links liegen lassen. Ich habe mir auch diese anderen Sets noch angeguckt. Das Pro-Set, das ist alles Killefit. Also wenn man Pro ist, dann braucht man kein Pro-Set, was einem vorkaut, was man vielleicht verwenden sollte. Dann, ja, dann stellt man sich das selber zusammen, hat vielleicht schon bessere Rollen, man hat vielleicht sich sogar schon eine Alpha zusammengespart und dann braucht man eben nicht so ein Spaß-Set, was einem das alles irgendwie vorkaut. Da kann man sich, wie gesagt, doch lieber die Kohle sparen. Und die Routen, die ansonsten noch sehr gut sind fürs Angeln hier am Belaya, die noch nicht ultra light sind, sondern nur light oder medium, die jedoch für diese Köder hier alle funktionieren, das heißt für diese Kunstköder, die im, ja ich sag mal, im Wurfgewicht, diese selbstgebauten hier, Heavy Creek Spin Shots funktionieren sehr gut. Hier diese ganzen Aquila funktionieren ja rauf und runter. Auch am Kristallsee funktionieren die sehr gut. Mit 4 Gramm oder 4,5 Gramm Wurfgewicht. Dragonfly Bell funktionieren sehr gut mit bis zu 6,5 Gramm. Also die Routen, die diese Köder, die für den Belaya sehr wichtig sind, gut auswerfen können, die schreibe ich noch unten rein unter das Video. Da kommt eine ganz, ja, so eine kleine Liste einfach drunter. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Die funktionieren in jedem Fall zum Auswerfen. So ein bisschen gestaffelt nach Preislage und Portemonnaie. Wenn ihr das Video geholfen hat, wenn ihr das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.